Ja, Christian Kibar, Torschütze zum 1:1 gegen den grossen FC Aarau in der 90. Minute, muss ein Wahnsinnsgefühl sein. Wie bist du allgemein mit deiner Leistung zufrieden heute? Ja, ich bin zufrieden. Ich denke, ein Goal ist immer gut. Aber wichtig ist, dass wir hier nicht verloren haben. 1:1 haben können spielen und von dem her bin ich zufrieden. Wie bist du mit dem Team zufrieden allgemein? Wir haben nur zweimal können trainieren und heute der Match. Ist nicht so eine lange Vorbereitung, aber mit dem Team bist du auch zufrieden? Sehr. Also ich bin auch sehr positiv überrascht. Alle Spieler sind fit. Also es hat nach der Meisterschaft keiner abgehängt. Und da wirklich sind alle fit gekommen und darum hat mich das sehr überrascht. Ja. Kurz vor dem glorreichen 1:1 Ausgleich hast du noch eine Wahnsinnsaktion gehabt. Von der Mittellinie, glaube ich, ein Riesenheber an die Latte Unterkante und dann runter. Und dann redet man schon vom Wembley Goal von Singen da. Ich weiß nicht, hast du gesehen von deiner Position oder hast du etwas gehört? Ist der drin oder nicht? Ich persönlich habe es nicht gesehen. Ich selber habe es auch nicht gesehen. Also ich bin viel zu weit weg. Es war hinter der Mittellinie. Aber die auf der Seite und die da oben auf der Tribüne haben gesagt, scheint es drin gewesen. Ja, schade. Also wäre sicher ein Highlight gewesen, ja, wenn es reingegangen wäre. Dann mit der dritten Ausgabe, den wir dann die Torlinientechnik bei uns noch einführen. Dann das wäre gut. Genau. Jetzt, du bist ein gestandener Zweitligaspieler, hast schon sehr viel Spiel gemacht. Jetzt aus deiner Sicht, was sind die Unterschiede, wenn der Gegner ein Zweitligist ist oder halt dort eben ein Challenge-Ligist wie der FC Aarau? Ja, der FC Aarau trainiert halt natürlich jeden Tag. Die sind natürlich körperlich, physisch topfit. Und der Tempo merkt man einfach, Tempounterschied. Also wir Hobbykicker so zweimal in der Woche trainieren, ist dann natürlich nicht das Gleiche. Und es sind Profis, ist ganz klar. Tempounterschied ist extrem. Man muss ich schon sagen, es sind vier Liga-Unterschiede und da merkt man einfach. Jetzt abschließend noch gefragt, du persönlich, was nimmst du für Eindrücke und Erlebnisse mit von diesem ganzen Event? Also erstmal wollte ich im AFV danken und gratulieren, dass sie da so ein Highlight machen dürfen. Das ist, glaube ich, für jeden Zweitliga-Spieler ist das ein Highlight. Und super Publikum, super Wetter, es hat alles gestimmt, war super gewesen. Noch ganz abschließend gefragt, letztes Jahr ein 3:1, das ist eine Niederlage, dieses Jahr ein 1:1, nächstes Jahr ein Sieg nur, oder? Kann nur ein Sieg geben, nächstes Jahr kann nur ein Sieg geben. Alles andere ist eine Enttäuschung, oder? Das wäre alles eine Enttäuschung. Alles klar, alles Gute. Merci vielmals. Danke dir. Danke.